Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur 830. Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, hier ist der Erik. Ich begrüße auch alle. Kate hat sich heute mal freigenommen und wir besprechen eine Menge Filme. Jawohl, es geht los mit Never Let Go, das hat nichts mit der Eiskönigin zu tun hier. Ähm, go, go. Sondern ist der neue Film mit Halle Berry ähm, von Ale Alejandre Acha. <laughs> Und den hatten wir in der Sneak Preview, also er läuft dann später erst an. Dann... Besprechen wir mal ganz kurz den neuen Trailer zu Ballerina. <laughs> Wahrscheinlich. Alles steht Kopf 2 steht hier drin in der Liste. Rebel Rich steht drin. Besprechen wir. Wolfs, ganz neuer Film mit George Clooney und Brad Pitt. Besprechen wir. Und ich sage mal noch kurz was zu Schläferts, ähm, zu der mhm. aktuellsten Ausgabe. Jawohl. Mal gucken, was es noch so einfällt. Kinocharts für Stuttgart gibt es hier. Nur hier die aktuellen Kinocharts. Und Neustarts natürlich. Was erwartet euch in der nächsten Woche? Und jetzt starten wir nochmal rein. Also, so langsam wird es schon deutlich, dass, wenn der Chris wegen, ich mache jetzt so Airquotes, also Anführungszeichen in der Luft, wegen Krankheit nicht in die Sneak kommen kann, dass da nicht so die besten Filme laufen. Das wird langsam deutlich. <laughs> und... Äh, ja, Versteh nicht. Okay, ich will jetzt nicht zu sehr äh, biasen. Weil, okay, also Never Let Go, ein Film von Anthony B. Jenkins, ähm, der hat zum Beispiel The Deliverance gemacht und ja, Halle Berry hat mitproduziert. Der, 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 die Produktionsfirma hier so irgendwie. Irgendwie Belle Harry oder sowas, hat so irgendwie ganz komischen Namen, die Produktionsfirma, die da am Anfang da stand. <laughs> uh, nee, Helle, Helle Holly, Helle, Helle, Helle Holly. Und ist der neue Film, wie gesagt, von Ale Alejandra Acha, a, -J -A schreibt er sich, den hatten wir tatsächlich schon mehrfach in der Sneak, und die anderen Filme haben mir ja eigentlich alle gut gefallen. Ich nenne mal ein paar Namen. Crawl. Dieser Creature-Horror-Film mit dem Krokodil da in Florida, wo das alles ein bisschen überflutet. Fand ich geil. Ähm, Horns mit Daniel Radcliffe, äh, wo dem da so Hörner aus dem Kopf wachsen. Fand ich geil. Oh ja. <laughs> Extrem geil, fand ich. Piranha 3D. Ähm, das war ja richtig cool mal. Ähm, und auch 3D richtig geil genutzt, ja. Und Never Let Go hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, weil Halle Berry ist jetzt nicht mein meine meine favorisierte Kinodarstellerin und in dem Film, also der Trailer erzählt eigentlich alles, wenn ich den Trailer gesehen habe. Es geht darum, dass eine, eine Frau gespielt von Halle Berry, ähm, die lebt in so einer Hütte im Wald, so wie Cabin in the Woods, plus dass die halt richtig im Wald steht, also die die Bäume richtig nah dran, da ist keine Lichtung davor, und nix und ähm, Sie lebt da mit ihren zwei Söhnen, Sam und namenlos, äh, keine Ahnung. Steht hier nicht, ähm, gespielt von Anthony B. Jenkins und Percy Dex. Und ja, man sieht so, wie sie da leben, wie sie in den Wald gehen, irgendwelche Trauben sammeln und, und irgendwelche, äh, ja, irgendwelche unter der Rinde, irgendwelche Viecher rauskratzen, um die zu essen und so. Also wird doch ganz eklig gezeigt, wie da irgendwelche Maden und sowas gegessen werden, weil. Ja, sie haben auch so ein kleines Gewächshaus, wo ein bisschen was wächst und wo sie halt Sachen anbauen und sich da mehr oder weniger selbst versorgen. Aber immer, wenn sie in den Wald gehen, binden sie so ein Seil an das Haus, weil die Mutter sagt, sie müssen immer mit diesem Haus verbunden sein. Sonst ähm, passiert das Schlimme, wird das Böse sie holen oder so ähnlich, wird da ja gesagt. Ja. Und ähm, die Mutter, also Helle Berry, die hat auch immer so Visionen, die sieht auch immer irgendwelche. Sachen, irgendwelche halbe Zombies oder so halb verweste Leichen irgendwo oder irgendwelche Schockszenen, Schockssequenzen, dass irgendwas hinterm Baum vorkommt und so. Die Kinder sehen allerdings gar nichts. So. Und die sind ja nun in so einem Alter, also sind ganz keine ganz kleinen Kinder mehr, der, äh, äh, sondern sind in so einem Alter, wo sie das dann auch hinterfragen, ja, macht das Sinn? Weil gerade dann, wo es weniger wird mit den, äh, mit den Nahrungsmitteln und so, sagen sie, auch, ey. Ja, wir, wir sehen hier nichts, was soll das mit diesem Seil? Lass uns doch mal gucken, ob da irgendwo noch was anderes ist. Und das eine Kind ist auch mal vom Seil getrennt worden und ist da so runtergefallen und hat sich auch noch einen Fuß verletzt und dem ist halt da auch nichts passiert, wo er getrennt vom Seil war. Also die können das nicht so richtig glauben, dass, ähm, dass das wirklich so ist, wie ihre Mutter das jahrelang gesagt hat, dass sie eben immer mit dem Haus verbunden sein müssen, mit dem Seil, sonst passiert was Schlimmes und so. Und ach ja, man sollte noch sagen, sie haben, sie haben auch einen Hund, also der gehört dem, dem kleineren Kind, gehört der Hund und oder kümmert sich am meisten um den Hund, ist so sein bester Freund auch. Und ja, und irgendwann, als die Nahrungsmittel knapp wären, Punkt, 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 ne? man, man, man kann das ja schon ahnen, was da so passieren soll, ich will mal nicht zu viel sagen. Und ähm, die Kinder beginnen das halt immer mehr zu hinterfragen und ähm, das Ganze eskaliert dann auch immer mehr und ja, ich will man nicht mehr sagen, also es ist dann so ein bisschen so ein Psychospiel, ähm, hat die Mutter sich das eigentlich alles nur eingebildet, weil sie sagt dann halt, ja, da draußen ist nichts, die ganze Welt ist untergegangen, die ganze Welt ist vom Bösen geholt worden, wir sind hier und das haben hier meine Eltern damals in den Wald aufgebaut, das Haus ist gesegnet worden und deswegen können, kann hier das Böse nicht rein und man muss halt immer mit dem Seil, mit dem Haus verbunden sein, bla 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 und sie, die Kinder fragen sich dann halt, ja, ist die Mutter einfach, äh, läuft die neben hier ist die noch ganz sauber? Stimmt das überhaupt? Und ja, so, so geht es halt in die Richtung. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was im Spoiler-Talk oder so. <laughs> Soll ich mal einen Spoiler-Talk machen oder ja, willst du bitte. den Film Wir, noch sehen? fehlt irgendwie noch so, worum es jetzt letztendlich geht. Ja, das war es eigentlich schon. Kapiert. Mehr, also worum es geht, mehr, mehr ist da nicht, Chris. Also ich weiß nicht, was. <laughs> da kommt jetzt im Spoiler-Talk auch nicht mehr, aber ich würde im Spoiler-Talk, ich muss halt. Meine Kritik muss ich halt auch damit unterfüttern, was eigentlich im, im Spoiler-Talk drin ist. Deswegen, ähm, wer jetzt dann nur meine Punkte sieht und denkt, ja bis klingt es ja ganz spannend, ähm, ja vielleicht doch mal in den Spoiler-Talk reinhören. Ich starte einfach mal einen Spoiler. -Anummer. Achtung, spoiler Ja, es ist dann nachher so, dass, dass die Kinder, die, 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 die oder das eine Kind besonders rebelliert dann halt gegen, gegen die Mutter auf, weil die Mutter will halt, oder ja, ist schon nah dran, den, den Hund da zu töten. Ja, und das kann er nicht zulassen. Und ähm, dann bringt sich die Mutter selber um. Und da erfahren sie natürlich dann auch nicht. Also die Mutter denkt, sie wird vom Bösen geholt und das Böse sagt ihr halt, also die, ihre Visionen sagen ihr halt, ja, wenn du. Wenn, du, wenn ich dich befalle, dann, ähm, dann bringe ich dich dazu, deine Kinder zu essen. Ja? Und da bringt sie sich halt lieber selber um, anstatt dass sie vom Bösen gezwungen wird, ihre Kinder zu essen. So. Und dann sind die Kinder halt alleine, müssen halt irgendwie klarkommen. Hä? Und das, äh, also ich sag mal so, im ersten Moment, wo Halle Berry endlich weg war, habe ich gedacht: Okay, jetzt wird es ja vielleicht ganz cool, der Film. Aber es wurde eher noch schlimmer, also das hätte ich auch nicht gedacht. Und was ich am meisten kritisieren würde an dem Film, ist eigentlich diese mangelhafte Auflösung von dem Ganzen. Also du erfährst halt. Es ist jetzt nicht so, dass es so ein, so ein offenes Ende ist, wo du denkst, oh ja, da kann ich ja nochmal drauf rumdenken, sondern es ist einfach ein beschissenes, offenes Ende. Weil das, das geht weder in die eine noch in die andere Richtung. Weder erfährst du, dass die Mutter einfach eine, eine Meise hatte und sich das alles eingebildet hatte, noch erfährst mhm. du, dass da wirklich was ist. Und weil du siehst dann halt auch die Welt und die das eine Kind, was dann so ähm, ausbricht, äh, wird dann halt auch gerettet von, von, von Menschen von draußen. Also du siehst, okay, die, die ganze Welt ist offensichtlich nicht äh, äh, vor die Hunde gegangen und da, da leben Menschen, aber das andere Kind hat dann doch wieder irgendwie... Also es ist total äh, komisch, also keine befriedigende Auflösung. Und nach dieser ganzen Scheiße, die man da irgendwie anderthalb Stunden ertragen hat. So eine beschissene Auflösung da serviert zu bekommen, also das war der absolute Downer. Also, das war <laughs> unerträglich dann, also die Auflösung vor allem. Wenn, wenn die Auflösung wenigstens cool gewesen wäre oder irgendwie, dass man sagt, okay, was ist ich, ganz heftig in die eine Richtung? Okay, da ist wirklich nichts mehr. so äh, Oder irgend so ein heftiges Ding wie am Ende von Planeta Affen, von dem, von dem ganz alten Film, ja, wo du die Freiheitsstatue plötzlich am Strand siehst, wo du denkst, oh, what the fuck? oder so, <laughs> weißt du, sowas in der Richtung ja. oder wie The Village, wo du dann siehst ähm, ja, ich habe einen Spoiler-Tag, jetzt kann ich einfach mal alle Filme der, der Filmgeschichte spoilern hier, wo du bei The Village dann siehst, <laughs> ja okay das Haus steht in so einem kleinen Wäldchen und außenrum ist die, pr die Zivilisation und alles krass, ne, weißt du ähm, ist auch nicht es ist so ein ganz unausgegorenes Ende, was einen total unbefriedigt zurücklässt, nachdem man diese ganze Scheiße da ertragen hat dieses teilweise furchtbare Schauspiel der Kinder von Halle Berry will ich gar nicht mal anfangen. Die Halle Berry, obwohl ich die nicht leiden kann, war die die Einäugige unter den Blinden hier, <laughs> äh, was das Schauspielen angeht. Ne? Also oh, unerträglich, unerträglich. Ähm, ja, also es gab wirklich äh, eine coole Szene, gab's, weil da verirrt sich so ein, so ein Wanderer da in die Nähe und das eine Kind ruft gerade so ein bisschen um Hilfe. Und der kommt dann dahin und da sind sie sich halt nicht sicher. Oh, ist das jetzt, die, ihre Mama hat halt immer gesagt, ja, das Böse wird irgendwann in Gestalt eines, was anderen kommen und äh, wird dann versuchen ins Haus zu gelangen. Und der da weißt du halt dann auch nicht, das ist halt so ambivalent. Du weißt nicht, ist der Wanderer jetzt, ist es jetzt ein Dämon, der da versucht oder ist es wirklich jemand, der helfen will? Das ist eigentlich ganz gut dargestellt und auch die, die krasse Auflösung der Szene fand ich gut. Aber der ganze Rest. Des Films ist eigentlich absolut furchtbar. Also, nee, also kann man nicht empfehlen. Ich, ich habe auch gerade Movie-Pilot offen, da hat der Film vier Punkte bekommen, bis jetzt. Von Genau, 100? genau da. Nee, von zehn. <laughs> Und da bin ich auch. Da, auch bin ich, da bin ich tatsächlich auch. Und ich guck mal in unsere Gruppe. Oh, na, da haben sie sogar welche acht Punkte gegeben, aber es geht doch runter bis. Ist das null oder eins? Nee, eins, ein, ein eins. Punkt. Ja, bis ein Punkt. Ähm, Etliche Leute haben vier und fünf Punkte gegeben, da bin ich mit dabei, weil der war einfach unterdurchschnittlich und unerträglich. Und die Mehrzahl der Personen, die bis jetzt abgestimmt haben, empfehlen den Film nicht weiter und ich empfehle den auch nicht weiter, falls man das in meiner subtilen... Ach so warte mal, ich muss ja erstmal den Spoiler-Tag wieder rausnehmen. <laughs> so, ähm... Ich habe jetzt schon die Punkte vorweggegriffen, das muss ich nochmal ja ganz kurz äh, wiederholen jetzt, weil ich, ich habe hier schon ein bisschen äh, da am Spoiler. Da war drin. etwas in Rage, Sag Ja, genau. Es so. Ich habe mich in Rage geredet. Ähm, ich habe gerade mal einen Blick geworfen in unsere, in unsere Internetseite und da bekommt der Film Wertungen zwischen 1 Punkt und 8 Punkten. Und... Ähm, wie nennt sich das? So eine typische Gauss-Glockenkurve, oder? Wenn man es so darstellt. Also, es ist wirklich ähm, in der Mitte so fünf und vier Punkte sind so die meisten. Und äh, ich liege auch bei vier Punkten bei dem Film, weil es einfach ärgerlich schlecht war. Die, die Auflösung vor allem, die ich im Spoiler-Teil ausführlich erwähnt habe, was mich da gestört hat. Und ähm, die meisten von denen, die bis jetzt abgestimmt haben, empfehlen den Film auch nicht weiter. Und falls man das in meiner subtilen Argumentation nicht rausgehört hat, ich empfehle den Film auch nicht weiter. Überraschend. Das <laughs> ja. ist es die Gaussverteilung der Wahrscheinlichkeitsdichte. Oder halt die Gauss-Verteilung einfach nur, wo ja. dann halt die, also die es Normalverteilung ist eine, eine darstellt. Glockenkurve, -Glocken oder? Ist doch das. Ja, so ja. genau. Also jetzt habe, jetzt weiß ich nicht, war ich richtig oder war ich falsch? Das habe ich jetzt ja, aus deiner Antwort. Du hast es irgendwie noch, mal, noch anders bezeichnet. <laughs> also okay. du hast du hast quasi einen eigenbegriff noch draus gemacht. Okay. Also von, vom Prinzip her hast du recht, nur der Begriff war nicht korrekt. Ah, okay. Hm. Sehr gut, dass wir hier gleich ein Korrektiv haben ähm, Wunderbar Geil, so also stehen lassen hier Ja eben, genau Jawohl, ähm, der Tipp, Chris, wie lautet der denn für morgen, für den 29. Äh, 30.9. Entschuldigung Für den 30.9. ist der Tipp äh, So trifft man sich wieder ich finde es übrigens sehr angenehm, dass das alles äh, auf einer Seite ist, quasi bei kinokast.net mit dem <laughs> Tipp und allem. Da muss man nicht mehr lange hin und her klicken. Ja, finde ich auch. Finde ich ja. super. super. Und ähm, ich schaue mal kurz, was da eingegangen ist. Irgendein Erik hat getippt: äh, Joker 2. <laughs> Aber ich habe schon gehört, dass Chris eventuell morgen nicht kommt. Also ich denke mal, da kommt er <laughs> nicht. Ähm, ähm, es kommt auch äh, Smile 2. Oder oh, soll. Nee, es kommt nicht. Es Es wurde getippt, auch. Es wurde getippt äh, Smile 2, den hatte ich ja irgendwie letzte Woche getippt. Ähm, weil da hat man den ersten, den fand ich ja echt gut. Hm. Haben zwar nicht nochmal geguckt, weil er mich so gruselt, aber ich, <lacht> <lacht> ich fand den trotzdem gut. Ähm, dann der Martin tippt tatsächlich Transformers 1. Ja, Würde ich sogar ganz gerne sehen in der Sneak Preview, das wäre, glaube ich, ganz cool. So, der Cinebasti wirft in den Ring The Room Next Door. Um, und Thelma, Rache war nie süßer. Okay. Sagt mir. Gibt's dann auch noch einen Film mit Luis? Rache war nie süßer. Sagt mir beides erstmal nichts, aber ja, wir werden ja sehen, was dann morgen in der Sneak Preview aufschlägt in Stuttgarter so, so. Innenstadtkinos. 40 Jahre nach ihrem Sprung von der Klippe sind Thelma und Luis zurück. Echt? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich dachte jetzt hier. So ein unnötiges, unnötiges Sequel. Oh, wie gut war das denn? Oh Gott, wäre das scheiße. Ne? Ja, also, wenn ja, ihr Bock ich. habt, morgen 20.30 Uhr in den Innenstadtkinos. Ähm, wahrscheinlich leider nicht mit Chris, weil der immer noch ein bisschen angenockt ist. Ja. Ähm, aber da macht eine junge Dame vom Kino dann eine Verlosung. Gibt es vorher ein paar Shirts zu gewinnen, Kino Poster und alles mögliche. Also geht da ruhig mal vorbei. Könnt ihr ein bisschen was abfassen. Beim letzten Mal war es sehr voll. Ich. Ähm, das Wetter ist auch schlägt jetzt auch eher aus der Richtung Biergarten gegen Kino. Also Kino schlägt Biergarten aktuell. Ähm, mal gucken, wie es morgen ist. Und ja, Sneak Tipps hat man. Dann gucken wir gleich mal rein, was so in den Charts ist und was so neu startet eventuell in dieser Woche, was euch ins Kino zieht. Kino-Charts und Neustarts so in den Innenstadtkinos und nur hier hört ihr die offiziellen Kinocharts für die Stuttgarter Innenstadtkinos ist auf Platz 5 The Substance mit habe ich gerade vergessen wie sie heißt Demi, Demi Moore ja. okay auf Platz 4 äh, das Remake von dem wo wir in der Sneak hatten und zwar Speak No Evil dann Platz 3 Beetlejuice Beetlejuice auf Platz 2 <laughs> sag's doch nur noch ein einziges Mal <laughs> Und Platz 1, ein Film, der sehr gut sein soll, Kate Winslet als ähm, ja, Kriegsreporterin, die Fotografin. Und ähm, der reizt mich tatsächlich. Hm, mal schauen. Aber ins Kino weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Glaube ich nicht. Screener würde ich gerne nehmen, liebe Filmfirma. Ich muss mal gucken, wer das ist. Ja, mal schauen. Ähm, was startet denn so Neues? Hast du da schon einen Überblick, was so die Top? Ja, ah, weiß. natürlich. Den einen, den müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Also. Wir haben ja immer bei uns in der Sneak diese, diese zusätzliche Abstimmungsmöglichkeit, empfehle zu dem Film, weiter oder nicht. Also ich habe jetzt den wilden Roboter oder der wilde Roboter heißt der Film, den habe ich jetzt schon so oft empfohlen. Also im, im Kollegenkreis auf Arbeit, ähm, dann bei Fortsetzung folgt im Podcast. Ey, geht da rein, der startet am 3. Oktober, Feiertag. Wenn ihr da Bock habt, geht mit euren Kindern rein, geht alleine rein, geht als Pärchen rein, was auch immer. Das. das ist für jede Altersgruppe ein ganz, ganz, ganz toller Film. Und der wird euch, der wird euch bewegen, ihr werdet Spaß haben, da ist einfach alles drin in diesem Film, der wilde Roboter-Animationsfilm, unbedingt anschauen. Genau. <laughs> ähm, dann startet Joker Folie adieu. Die Fortsetzung vom Thriller-Drama Joker mit Lady Gaga als Harley Quinn und Joaquin Phoenix, Phoenix als ikonischer DC-Bösewicht. Den ersten hatten wir damals in der Sneak nur zu empfehlen gewesen. Mal gespannt, der zweite sieht auch schon sehr, sehr cool aus. 140 Minuten, fast drei Stunden. Oder oh, ich weiß nicht, wenn der hm. morgen kommt, puh, zum Montagabend. Ja, okay, über die anderen hüp hüpfen wir ein bisschen drüber, weil ich glaube, die haben nicht so einen großen Start, außer vielleicht Memory. Das könnte noch so ein Special Interest wie die Fotografin oder so sein. Ein Drama mit Jessica Chastain und Peter Sarsgaard über eine Sozialarbeiterin und einen Mann, der ihr nach Hause folgt. Ein kleiner Horrorfilm startet noch: Bachelor's Record. Der wurde ja mal getippt. Hm. Auf Netflix wird wahrscheinlich ein Film neu kommen, der im Kino einen begrenzten Start haben wird: äh, Der Schach 2. Der lief er während Corona, hat einen Bass gehabt, ne? vielleicht wird ja. ein bisschen mehr. Und das wird auch auch in der Sendung. Ne? Ja, ja, genau. Oder haben so wir auch damals in der Home Sneak dann. Jenseits der blauen Grenze, DDR-Flüchtungsdrama über eine Leistungsschwimmerin und einen besten Freund, der in die, über die Ostsee in den Westen flüchten will. Ja, das war es dann eigentlich schon. Okay, dann. oder mal, hatte ich nicht mal News? Ja, hier. News. Es ist ein Trailer gedroppt, äh, wo ich mir schon dachte, das ist was für ein Chris. Deswegen habe ich es mal in unserer Gruppe gepostet, nämlich Ballerina. Ja, hat jetzt nichts mit Schwansee oder so <laughs> zu tun oder mit äh, diesem Film, den es da mal gab, hier mit dem Black Swan oder so, sondern neuer Film mit anna de Armas im John Wick universum Jetzt Anna de Armas als, als knallharte Kämpferin. Chris, war das was für dich? Kann, kann dich das ins Kino ziehen oder willst du sie eher als in so einem Schmachtfetzen sehen, wo sie sich so jemand an den Hals wirft? Also sagen wir es mal so, ich habe den Trailer auch gesehen und es sah schon sehr gut aus und der Trailer auch. Also finde find ich, passt richtig gut, weil die kann das. Die, die kann solche Rollen auch spielen. Ich glaube, die kann sehr, sehr vieles spielen und das gehört da dazu und ich fand das schon. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, den Film zu gucken. Das kann ich jetzt schon sagen. Falls ihr jetzt gehypt seid und sagt, ich gehe jetzt mal auf www.innenstadtkinos.de und guck mal, wann der läuft und reserviere mir Karten, kommt erst nächstes Jahr. Also wird erst wahrscheinlich so ein Frühjahrsblockbuster blockbuster irgendwie so, ich glaube Mai oder so, startet der. Ähm, falls er nicht nochmal irgendwie verschoben wird. Ja, ich habe ein. Leichte Bedenken, ich möchte jetzt nicht zu sehr äh, hier Salz in die Wunde oder nee, hier irgendwie da, aber ich habe ein bisschen leichte Bedenken, weil der letzte John Wick war scheiße. <laughs> Deswegen, und da das ja von denselben Machern <laughs> ist, ähm, aber vielleicht kriegen sie die Kurve, aber der letzte war richtig scheiße. <laughs> der letzte John Wick. <laughs> ja, aber mal sehen. In No Time to Die, hattest du den eigentlich gesehen, in James Bond? No Time to Die? Nee, habe ich nie ganz gesehen. Oh, okay. Aber bis. <laughs> Du hast wenigstens bis Anna der Armas geguckt, ja, oder? Richtig. Ja, okay. Ja, weil da hat es ja auch schon gut funktioniert, ja, wie sie da. Also, es war, man hat sie ja ihr zumindest abgekauft, dass sie jetzt nicht. Äh, ja, also, könnte gut werden. Ich denke mal, da werden wir noch ein, zwei Trailer sehen. Die werden das bestimmt den Hype vorher noch ein bisschen befeuern, bevor es dann tatsächlich losgeht. Und ähm, genau, bis dahin gucken wir mal ein bisschen ins Heimkino. Heimkino. Der Chris hat sich jetzt auch mal alles steht Kopf 2 angeschaut und ich glaube, die Kate hat den ja schon mal vorgestellt. Ne? Ja genau, die war damals im Kino. Den gibt es jetzt auf Disney Plus zum kostenlos klicken. Dann habe ich gedacht, da machst du nicht so viel falsch und ist die Weitererzählung von Riley, wie es in ihrem Kopf abgeht, jetzt eben mit der Pubertät, ist eine sehr konsequente Weitererzählung vom ersten Teil, der ja überragend gut war. So ein bisschen fehlt mir tatsächlich oder hat mir der Charme von Teil 1 gefehlt. Ich fand es trotzdem super schön dargestellt, was da in der Pubertät, in den Kinderköpfen so abgeht. Deswegen äh, für alle, die Kinder haben, ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Und das ist so wieder das. Es ist nicht nur ein Film für Kinder, die kommen auf ihre Kosten, die haben ihren Spaß, sondern tatsächlich auch für die Eltern. Und deswegen kann ich den uneingeschränkt empfehlen. Mir hat es Spaß gemacht, ihn anzuschauen. Es war. Cool erzählt, einfach wie gesagt konsequent weitergemacht. Jetzt nichts bahnbrechend Neues, sondern halt einfach die passenden Emotionen mit reingebracht und, und ja, behält seinen Humor bei. Es Ist eine runde Sache, kann man angucken, macht man nichts falsch. Deswegen mache ich es mach ganz kurz auch nur, auf wegen der Zeit auch. Äh, sieben von zehn Punkten. Na gut, ich hätte trotzdem noch eine Frage. Du hast jetzt beide ja. Filme gesehen, Der wilde Roboter und Alles steht Kopf 2. Ich denke mal, die zwei ist zwar noch eine Weile hin mit dem ähm, Oscar-Rennen, vielleicht kommt noch irgendein anderer Pixar-Film. Aber wenn du die zwei vergleichst, wer hat da? obwohl, wenn ich deine Wertung sehe, weiß ich schon, aber die Nase vorne. <laughs> nee, hat tatsächlich nee. der Roboter hat auf jeden äh, Fall die Nase vorne. Okay. Ist in dem Fall da die schönere Geschichte. Mhm. Okay. Also, wie gesagt, es ist alles steht kopf zweit, du machst nichts falsch bei diesem Film. Es ist ganz toll, ganz arg schön. Ähm. Aber der wilde Roboter ist tatsächlich noch mal ein Ticken besser. Okay, klingt gut, klingt gut. Aber den gibt es ja, Disney Plus, ne? ich glaube, da wäre ich auch mal, mal gekommen. Ja, ja, lohnt sich. Mhm. Ob sich Rebel Ridge lohnt, werden wir jetzt gleich erfahren, den gibt es auf Netflix. Wie bist denn du auf den Film gekommen? Ich habe es dann wo es irgendwann im Dokument gesehen und habe dann gedacht, ach, den wollte ich naja, auch mal gucken. Ich hatte jetzt diese Woche ein bisschen mehr Zeit zu Hause <laughs> ähm, und habe dann halt einfach mal Netflix geguckt, was, was da gerade Neues gibt und dann wurde mir der vorgeschlagen und habe ich gedacht, oh, ja gut, geben wir dem Ganzen noch mal eine Chance. Ne? Hm. Okay, Rebel Rich ähm, ist ein Film von. Jeremy Sonnier heißt er, glaube ich. ich. Hoffe ich spreche den richtig aus. Der hat vorher The Green Room gemacht. Ich glaube, der lief mal in das Sneak, wenn ich mich recht erinnere, wo die da, wo so ein Konzert ist und wo die dann von äh, irgendwelchen Leuten da eingesperrt werden, wo die dann hinten eingesperrt sind in die, die Band, wird dann so eingesperrt hinten in diesen Green Room und weil draußen sind lauter Neonazis und es sind halt Punks und so. Ähm, den fand ich eigentlich ziemlich gut und ähm, Deswegen, der, das Teaser-Bild wurde mir auch immer reingespielt. Es geht darum, ein, ein, ein Mann, ein African-American äh, wird am Anfang, er fährt auf so einem Rennrad, äh, so, eine, so eine Straße lang, hinter ihm Polizei und er hat Kopfhörer drin und bekommt nicht mit, dass da die Polizei immer mal, die machen ja dann so ganz kurz die Sirene an, nur so, whoop, so ähm, um da hm. zu, zu zeigen, hier, ey, fahr mal ran. Das kriegt er gar nicht ja, Aber mit. hat ja auch einen Grund, ne? hat ja auch einen Grund. Auch um die Sirene nur ganz kurz. Ach so, ja, nee, aber die machen das ja auch so nur. Und das hört er halt nicht, ähm, weil er Kopfhörer drin hat. Und ähm, eigentlich <laughs> hätte ich nicht gedacht, dass er so eine Musik hört, da so Heavy Metal, das passt irgendwie nicht ganz zu ihm, aber ist egal. Jedenfalls fährt der Polizist ihm dann einfach hinten ins Rad und er macht so einen übelsten Absturz vorne übers Rad. Ich kann aus eigener Erfahrung äh, euch mitteilen, wenn man so stürzt, dann liegt man erstmal und muss ins Krankenhaus. Äh, <laughs> aber natürlich ist ein Film passiert nicht zwei also, Du bist auch kein Marine. Der -Marine genau, ich also. bin, auch, bin auch keine, was war der, 30 vielleicht oder 40 oder so, keine Ahnung. Bin ich auch nicht mehr. <laughs> Na, jedenfalls ähm, stürzt er dann und der, der Polizist fängt dann an, ihn ganz so unangenehm so auszufragen und so, was er da dabei hat. Und mh, es stellt sich dann raus, er hat in seinem Rucksack eine Menge Geld, ähm, also der, der Radfahrer. Gibt es einen Namen dazu? Moment, gibt's auch. Äh, Terry heißt er im Film, gespielt von Aaron Pierce. Und er sagt, ja, er, er muss hier in die Stadt äh, zu, zum äh, Gericht, weil er muss da die Kaution hinterlegen für seinen Cousin. Und damit er nicht ins äh, in, in so ein Hochsicherheitsgefängnis kommt. Und ähm, ja, der Polizist. Wo eben die Gruppe auf ihn wartet, die er verpfiffen hat, sozusagen. Ja, das kommt ja erst später raus. Das wollte ich eigentlich Ach so, ja, nicht. Entschuldigung. Okay, das ist ja ein bisschen Spoiler <laughs> hier, aber gut. Ähm, jedenfalls, also der Polizist ist sehr, sehr unangenehm, nimmt die doch erstmal fest. Und man kennt ja, das so Polizeigewalt in den USA, weiße Polizisten gegen, gegen Schwarze ähm, und so weiter. Es ist, wird eine sehr unangenehme Szene, auch mit dem mit dem anderen Polizisten, die sind dann zu zweit und sie nehmen ihm das Geld ab, beschlagnahmen das erstmal und das führt dazu, also er kann das irgendwie beantragen, dass er das wiederbekommt, sein beschlagnahmtes Geld, weil die wollen erstmal feststellen, dass es das nicht irgendwie zu Drogenherkunft hat, das Geld. Was aber dazu führt, dass er das erst irgendwie einen Monat wiederbekommt, dann ist die Frist abgelaufen für die Kaution und das ähm, kann er nicht auf sich sitzen lassen und fährt dann auch in die Stadt und will die Anträge ausfüllen und Gerät da so ein bisschen äh, in dieses Red Tape da mit Bürokratie in den USA und ähm, er, hat da natürlich, er kriegt da auch noch ein bisschen Hilfe von so einer jungen Frau, die da bei Gericht arbeitet und stellt dann fest, dass in diesem ganzen Ort so ein ziemlicher Moloch ist, was so Bestechungen angeht und äh, illegale Aneignungen von Sachen und dass da so ein Chief gibt, gespielt von Don Johnson, der da wohl der so der, der kleine Herrscher in der, in der Region ist äh, und das alles so durchsetzt. Und dadurch, dass er natürlich ein Ex-Marine ist, hat er natürlich auch einige Fähigkeiten, was Martial Arts angeht. Und da gibt es dann auch ordentlich auf die Fresse nachher. Ähm, okay. Aber es ist jetzt nicht nur so ein Tumbo-Action-Film. Ich dachte am Anfang, das fängt ja an wie Rambo 1. Also der ja damals nur Rambo hieß, ne? Wo ein, ein ehemaliger, ein vietnam Veteran Veteran in die Stadt kommt und übel misshandelt wird von der Polizei und äh, die wollen ihn da halt nicht haben und so ungefähr wirkt das hier auch, aber ähm, es hat dann doch mehr Tiefe noch ähm, und es passiert dann auch noch einiges. Äh, ja, wollen wir nicht zu viel verraten und spoilern, weil ich meine, das gibt es auf Netflix, das kann ja jeder ohne Probleme sich einfach mal klicken und schauen. Da ist die Schwelle ins Kino gehen jetzt nicht so hoch. Deswegen, ja, ähm. Chris, was sagst du? Das war doch ganz <lacht> ordentlich. <laughs> ja, war es tatsächlich. Also es war nicht so übertrieben mit auf die Mütze gehauen. Es war eigentlich auch in einem coolen Tempo erzählt, fand ich. Und es ist so so ein zweigeteilter Film auch. Und also der erste Teil endet für mich an einer klaren Position, ohne jetzt zu spoilern. Und dann der zweite Teil ist halt diese diese in Klammern, in auf, Anführungszeichen Aufräumarbeiten und auch da ähm, ich, ich fand es sehr cool, weil es war nicht dieses blinde reinrennen und gucken, was passiert, sondern er hat ja schon immer auch irgendwo einen Plan dabei gehabt und wie hat er so schön noch mal gesagt, so, mir gehen langsam die Pläne aus. Ähm, das fand ich cool gemacht äh, insgesamt und, und ja, ich, pff, ich weiß gar nicht, ich habe definitiv schon schlechtere Filme dieses Jahr gesehen, wie, wie den. Klar, auch bessere, aber auch wieder so ein Film, der tut eigentlich niemandem wirklich weh, macht einiges richtig, macht ein paar Sachen, sind halt Sachen, wo du denkst, so, ja, okay. <laughs> wenn ihr wenn ihr meint, ähm, also, ich, ich erinnere da an, an die äh, Schießereiszene mit den Rauchbomben und was ich was, wo ich auch gedacht habe, so, ja, okay, wie, wie dappig kann man sich anstellen teilweise, aber okay. Ähm, ne deswegen auch wenn, wenn man einen, einen Bock hat auf einen Actionfilm, der nicht komplett überladen mit Effekten oder sowas ist, kann man sich den durchaus anschauen. Hm. Ich fand es auch gut, dass, dass er da so reingeschlittert ist in diese Situation. Und es war jetzt nicht. Also, ich, ich vergleiche es mal, wenn es jetzt ein Jason Statham-Vehikel gewesen wäre, der Film, <laughs> ähm, dann, dann wäre das so von Anfang an, weißt du, er hätte den, den zwei Polizisten erstmal auf die Fresse gehauen und wäre dann in die Stadt, hätte den alle auf die Fresse gehauen und. Ja, am Schluss wäre alles so in Schutt und Asche wie dieses eine Meme, wo das Kind vor dem brennenden Haus steht, weißt du so. Ja, ja, ja. <laughs> ähm, sondern hier ist halt so, er schlittert da halt so rein, er will das nicht. Deswegen würde ich es auch eher mit Rambo vergleichen und dann zwingen die ihn aber mehr oder weniger dazu, in die handelnde Position zu kommen, ja, und da was zu tun, weil es wird halt immer schlimmer und schlimmer und sie lassen ihn da auch nicht raus. Sie wollen ihn halt da wirklich ganz nach unten drücken und das lässt er halt dann an einem bestimmten Punkt nicht mit sich machen. Und ähm, das fand ich halt gut dargestellt. Auch, auch so die, die Pace und gerade auch so, wie es am Anfang losgeht mit diesem Fahrradunfall, wie sich das so. Das, das ist nicht lange Shishi oder sowas. Man sieht nicht, wie er da hinreist oder irgendwas, sondern es geht wirklich gleich los. Und du weißt gleich, oh oh, das. Ähm, wird jetzt nicht gut enden oder so. Ne? <laughs> ja, genau. Nee, toller Film eigentlich. Also, ich fand wohl sechs Punkte, ich gebe mal noch einen halben Punkt mehr. Ich fand ihn mal, eigentlich Ich gebe auch einen halben Punkt mehr. Ich fand bloß, die, <laughs> es, äh, die Hauptrolle sollte eigentlich John Boyega spielen und ähm, der ist aber dann... Aber die Hauptrolle cool. Der ist dann aber ausgestiegen und äh, musste halt kurzfristig, wurde halt dann Aaron Pierce verpflichtet. Ähm, der ist jetzt nicht der große Schauspieler unter, vor dem Herrn hier. sondern der aber hat gepasst ja, auf die Rolle. Sagen wir so, also, in manchen, manchen Szenen fand ich so ein bisschen, ja, hätte, hätte er doch mehr Regung zeigen können. Aber war vielleicht ganz okay dann, der Szene. Ja. So. Mal sehen, warte mal. Ich glaube, ich hatte ja mal erwähnt gehabt, hier, warte mal, Top 10 Oh ja, weltweit bei den gestreamten Serien, äh, Filmen ist Rebel Ridge auf Platz 2. Bei Net, ja, so. äh, bei ich habe übrigens sechs äh, von zehn Punkten. Okay. Ich bin einen halben unter dir. Hm. Ähm, weil er mir echt Spaß gemacht hat, auch zum Gucken. Also, Platz eins ist A True Gentleman. Hm. A charming male escort finds his life turned upside down when he starts to fall in love, challenging him to discover what he truly wants and needs. Oh nee, ist das schön. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Uff. Uh, die Namen... <laughs> Güller. Ich, ich denke mal, aber der, der Text auf dem Teaserbild sieht koreanisch aus, aber die Namen sind alle irgendwie türkisch. Ich weiß nicht, was das... Ah, nee, hier steht, aus der Türkei kommt der Film, ja. Ja, okay. Ja gut, Türkei gibt es natürlich sehr viele Einwohner, wenn die alle den Film mehrfach schauen oder so. <laughs> Und die ganzen türkischen Mitbürger, die zum Beispiel bei uns wohnen oder so, wenn die alle gerne so einen Film schauen, klar. Weltweit Platz 1 gerade. Hm. Na gut, wir wechseln mal zu, so das? Apple TV, ne? Apple TV. Genau, wir, wir schalten mal um. Apple TV. Ganz neu. Vorgestern erschienen oder so. Wulfs. <laughs> genau. <lacht> ähm, machen wir aber auch ganz schnell zum ganzen Tag, ich würde ich sagen. Ja. Ähm. Wolfs neuer Film mit äh, Brad Pitt und George Clooney geht darum, dass eine Frau in eine doofe Situation kommt, weil irgendwie ihr ähm, jugendlich erscheinender Callboy äh, tot neben dem Bett liegt. Und sie ruft dann eine geheime Nummer an, wo eben einer kommt, der äh, das aufräumen soll. Das ist dann George Clooney und der macht sich dann das Werk und plötzlich steht Brad Pitt da. Und ähm, der hatte gleich einen Auftrag, aber der hat ihn vom Hotel bekommen. <lacht> und <lacht> dann stehen sie beide da so: äh, Ja, okay, äh, in unserer Branche komplett unüblich. <laughs> man kennt sich natürlich auch nicht. Man kennt niemanden. Man darf auch, sich auch nicht kennen. und darf sich auch nicht kennen, genau. Und daraus entsteht dann mehr oder weniger so, so eine halbe Buddy-Komödie. Also so ein, nicht unbedingt Komödie, aber so ein Buddy-Film einfach, weil vieles nicht so ist, wie man denkt. Ähm, der Tote ist gar nicht so tot, wie man gedacht hat. Und die schlittern von einer komischen, doofen Situation in die nächste, ohne dass dabei der Film albern wird äh, oder dass es übertrieben witzig wird oder auch witzig gemacht ist. Sondern ich fand das tatsächlich mit einer relativ feinen Klinge erzählt, den Humor. Mit, mit sehr, sehr coolen Situationen teilweise, mit, mit sehr viel so Ach, come on-Situationen. Und wie gesagt, mir, mir, hat es, mir hat es Spaß gemacht zu schauen. Aber hinten raus verliert das sich so ein bisschen, fand ich, und lässt auch sehr, sehr viel Platz für einen zweiten Teil. Aber insgesamt fand ich ihn ganz cool. So ja, von, die von der Chemie Story sind, und die Die Chemie ist natürlich cool, aber es war halt schon sehr langsam erzählt am Anfang auch. Ja, ja, aber gut, das, das, ja, das fand, war, ich, fand ich aber ganz gut als Teamfindung und du hast gerade die Chemie angesprochen ich glaube ich habe es auch in unsere Gruppe reingeschrieben äh, Clooney und Pitt haben einfach die, die Chemie also das hat am Anfang hat es direkt auf mich so ein bisschen auch gewirkt wie die Oceans Filme und äh, ja wie gesagt ich kam gut rein in den Film hat mich abgecatcht hat mich gut unterhalten gut unterhalten schon ich fand bloß gerade mittendrin, wo, dann, wo sie dann diesen einen Typen da, ich will es mal jetzt nicht zu viel verraten, der dann auch wegläuft und alles. Oh, das fand ich ein bisschen nervig. Und dann, aber die Hochzeit war witzig. Ah ja, das, das war auch so wie, <laughs> ah ja, habe ich so mal meinen Mundwinkel nach oben gezogen, war ganz nett so. Äh, ja, <laughs> aber da waren halt so viele Szenen drin, die waren halt einfach nett. ja Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen ein Mittelmaß. Ich glaube. Nach der Sneak morgen habe ich den Film wieder vergessen hier, weil da wird es wieder <laughs> überschrieben, meine Festplatte mit neuen Daten. <laughs> Und deswegen aber gibt es halt kostenlos, also wenn man den, das Abo hat äh, im Streaming, deswegen von mir der Film Wolfs, von dem ich mir mehr erhofft hatte, weil die zwei Schauspieler doch eigentlich hochkarätig sind. Äh, fünf Punkte. Ich gebe ihm sieben Punkte, weil eben ähm, der Film an sich sechs Punkte verdient hätte, meiner Meinung nach, aber Clooney und Pitt so eine schöne Chemie zusammen haben und das teilweise so, so wirklich, ja, nicht nur Mundwinkel nach oben Szenen bei mir waren, sondern aber so, so <laughs> Szenen waren. Deswegen kriegt er von mir sieben von zehn. Bester Film mit Brad Pitt außer Feitler? Uh, es gibt andere Filme, außer also Fight Club. <lacht> <lacht> Do not talk about the Fight Club. <laughs> das, das muss ich echt überlegen, weil der hat ja einige gute gemacht. Uh. Doch, so viele, okay. <laughs> Doch, gute Filme hat er schon dabei. Nee, ich meine, dir fällt keiner uh. ein gerade. <laughs> nein, ich wüsste, so. nein, nein, ich wüsste okay. nicht, wen, wen ich da okay. als, als Besten nehmen soll. Das ist so, weil also. Aber guck, der geht schon los. Ich fand Bullet Train cool. Äh, ich, ich, also um dahin zu kommen, ähm, ich fand äh, hier in, mir hat ja auch Babylon ein Stück weit gefallen. Ja, es sind nicht der beste Uff, Film, aber The okay. Glorious Bastards Hammer. Ja, ich habe tatsächlich die Ocean's Filme. Ich hab tatsächlich cool. letztens auf Sky einen Film gesehen, wo ich dachte, boah, der ist wesentlich besser, als ich in Erinnerung hatte mit Brad Pitt, nämlich World War Z. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt so nach Fight Club, so meiner. Deswegen habe ich gerade mal so das in ja, den Raum geworfen. Deswegen schon ein paar gute Zeiten sure. gemacht. Okay, wenn ihr da draußen, wenn wir sagen, oh, wenn ihr sagt, oh, ihr habt den und den vergessen, ja, dann haut's. Sieben haut's, Jahre in Tibet. Haut's rein. Haut's rein in die Kommentare. <laughs> Kinokrass.net. Babel. Ey. Miss und Mrs. Smith. Ja, nenn doch nicht alle, lasst doch ein paar für die Kommentare. <laughs> äh, Schlefatz geht ja weiter, ne? Und ähm, geht er ja jetzt auf RTL Nitro weiter, nachdem sie ja früher auf Tele5 waren und ich dachte erst, ja, das kommt ja dann alles auch in der Mediathek da in dieser RTL, aber leider nur die allererste Folge. Für den Rest muss man dann bezahlen. Deswegen muss ich mir das immer aufnehmen dann äh, Freitagabend, wenn ich es nicht gucken kann, weil da was anderes ist. Ja, deswegen ich habe jetzt mal Sand Sharks geguckt. <laughs> Sand Sharks. Es war natürlich hier, wie man schon hier eventuell raushört. Hier ist, High alarm <laughs> Genau. Wie der Name sagt, es geht um Haie, die nicht nur im Wasser sind, sondern auch im Sand. <laughs> und, genau. Also, wenn ihr RTL Plus habt und auf so einen Quatsch steht, dann schaut da mal rein. Ist eine Asylum-Produktion, also sind ja sogenannte Mockbuster-Filme, die quasi sich an, an größere Filme anlehnen. Und ähm, da quasi versuchen, mit dem Namen irgendwas abzufassen. In der Hauptrolle sehen wir den, der früher in Parker Louis mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob du Serie kennst, das war, glaube ich, ja, ein vorher. Ja. Genau, Parker Louis, der coole aus der Schule, der spielt die Hauptrolle. Ähm, dann sind zwei Kinder von Hulk Hogan dabei, also Brooke Hogan und äh, wer war da noch dabei? Da war noch, äh, glaube ich, der, der, der Sohn von, von Hulk Hogan. Jedenfalls, also hochkarätische Besetzung, also wirklich. Und dann so die übliche Geschichte, die man aus der Weiße Hai schon kennt. Also da ist so ein kleines Küstenstädtchen und ähm, da ist, ja gut, hier ist ein bisschen anders. Also der eine organisiert so eine Art Firefestival und will da irgendwie ganz, ganz groß Party machen. Und da werden halt Haie entdeckt. Die auch im Sand die Leute wegfressen und ja, er will aber seine Party da nicht gefährden lassen und ja, sehr, sehr lustig und natürlich wieder toll kommentiert von, von Kalkofe und Peter und so. Sehr lustig. Also, Schläferz geht weiter, ich werde es auch hier mal kurz mal erwähnen. Sandscharks. Okay, ähm, Thema Serien. Serien besser gesagt, nur zwei Empfehlungen für Neustarts. Serien. Also eine, nee, Entschuldigung, es sind sogar drei, wenn ich es richtig sehe, denn ähm, die, die eine habe ich bei uns in der Gruppe drin. Der UPIR, U r ist eine neue Serie mit Yadim von den Machern von Jerks. Die gibt es auf Join, wo irgendwelche wo Fahriyatim zum Vampir wird und äh, der Trailer sieht schon extrem lustig aus. Also auch wieder so typische Jerks-Humor drin und ähm, ja, ruhig mal reinschauen. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wann das startet. Wo ich es aber auf dem Schirm habe, ist, am, beide Serien starten am 2. Oktober, also sprich in ein paar Tagen und ihr könnt dann am Feiertag schon mal reinschauen. Auf Disney Plus startet eine Serie, die heißt Last Days of Space Age und da sehe ich eigentlich die Kate äh, sofort am klicken, weil das ist eine australische Serie und da geht es um so eine kleine Stadt und die planen gerade so eine Miss Germany, hätte ich beinahe gesagt, so eine miss -Wahl, so eine Miss-Universe-Wahl und genau da, wo die Sta Wahl stattfinden soll im Jahr 1979 äh, ist da ein Riesenstromausfall in der Stadt und das klappt alles nicht und zur gleichen Zeit stürzt auch noch Raumstation Skylab bei ihnen in der Nähe ab und äh, alles ganz ganz verrückt und äh, der Trailer sieht schon extrem gut aus, auch so dieses Zeitkolorit kommt da gut rüber. Also startet am 2. Oktober auf Disney Plus, ist eigentlich eine Hulu Serie und was auch am 2. Oktober startet und auf Apple TV läuft, ist eine deutsche Serie mit Heike Makatsch, Axel Stein und Lea Drinna, das ist die heißt Where is Wanda? Und da sah der Trailer oh ja, auch, gesehen. auch sehr lustig aus, weil kam, kam glaube ich, vor Wolfs oder so, wenn ich mich recht erinnere. Äh, David Striso mit dabei, Kostja Ullmann, Palina Ruschinski und so weiter. Also äh, top besetzt. Ähm, Comedy-Serie äh, wird hier bezeichnet so ein bisschen als Dark-Comedy. Also ein bisschen, ja, der Trailer sah echt lustig aus. Also deutsche Serien sind ja immer so ein bisschen so, na, gerade Comedy oder so. Hm. Aber der Trailer sah gut aus. Ich glaube, da habe ich am Feiertag was zum Gucken. Falls ich da nicht laufen gehen muss in meinem Trainingsplan, mal gucken. Du ja. bist ja nicht den ganzen Tag laufen. Naja, so, so ein Long Run geht schon lange, sag ich mal. Da muss ich auf einen Marathon vorbereitet. Und ähm, ja, man ist ja danach nicht sofort wieder. Äh, man liegt ja da noch ein bisschen halbdösig auf der Couch, wenn man so lang gelaufen ist. Da ist man auch noch nicht so ganz aufnahmefähig. Naja, mal gucken. Ja, da du wieder. Kann ich maximal Fußball laufen lassen, wenn nicht gerade eine Mannschaft spielt, mit der ich was halte. Na gut. Wenn du dich wieder ausmachst, weil du dich so aufregst. Genau wie gestern. Also das war ja unerträglich. Unverschämtheit. Also. Frechheit. Also ja. Schiebung. Schieber, schieber. Okay, da hier keiner einen Musiktipp reingeschrieben hat hier, dann mache ich das jetzt sofort live. The Cure haben ein neues Album rausgehauen nach 40 Jahren und ich zitiere jetzt einfach mal äh, dem, einen der ersten Kommentare unter dem YouTube-Video dazu. Uh, why am I crying? It's like I haven't heard from a good friend since a long time. Und ähm, das trifft es bei mir auch. Ähm, also ich habe The Cure eigentlich immer gehört und auch äh, die ganzen Jahre. Und die haben ja lange, lange nichts rausgebracht. Und ähm, genau jetzt haben sie wieder einen neuen Song rausgebracht, der sich ungewöhnlicherweise sehr lange aufbaut. Also bis dann wirklich der die, die Vocals anfangen dauert sehr lange. Aber ich finde ihn auch sehr schön. Und ich freue mich aufs neue Album. Den packe ich drauf. The Cure mit Alone. Und ähm, genau, weil bei Never Let Go kam kein Song, weil die Welt war ja alles kaputt. <laughs> zumindest, ja. Okay, dann schauen wir mal, was ne morgen in der Sneak läuft und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.